Wir treffen Alexander Jung. Der 35-jährige Familienvater ist Opfer einer besonders dreisten Masche von EC-Kartenbetrügern. Alles fing damit an, dass ihm die Geldbörse gestohlen wurde. Und dann habe ich bei der Dresdner Bank meinen Kundenberater angerufen und habe ihm gesagt, ich finde meine EC-Karte nicht mehr, lassen Sie uns die lieber sperren. Und dann hat er das in die Systeme eingegeben und ganz am Ende vom Telefongespräch sagt er dann, na Junge, haben Sie sich heute Morgen was Schönes geleistet? Da meine ich, wieso denn? Ja, dann, Sie haben so viel Geld abgehoben. Da meine ich, das war ich nicht. Zwei Konten von ihm, komplett geräumt. Bei der Dresdner Bank 14.000 Euro. Und noch weiteres Geld? Ja, bei der Postbank nochmal 1.500 Euro. Ein bislang noch unbekannter Täter hatte sich Zugang zu Jungs Büro verschafft, das dieser nur für wenige Minuten verlassen hatte. Aus seinem Jackett klaute der Täter die Geldbörse mit EC-Karten der Dresdner und der Postbank. Die zugehörigen PIN-Nummern waren dort zwar nicht, aber der Personalausweis. Dieser Täter hat sich dann an der Bank, bei der Bank jeweils am Schalter mit dem Personalausweis und der Karte legitimiert und hat dann relativ hohe Verfügungen getroffen. Also eigentlich Verfügungen, die man schon am Automaten selber überhaupt nicht treffen kann. Unglaublich. Insgesamt über 15.000 Euro. Und das alleine mit der EC-Karte und dem in der Geldbörse befindlichen Personalausweis von Alexander Jung. Längst kein Einzelfall. Dem Ingenieur Stefan Terhahn wurde mit derselben Masche sein Sparkassenkonto geräumt. Zunächst hob der Täter mit Terhahns EC-Karte und dessen Personalausweis an der Hauptfiliale das komplette Guthaben von 5.000 Euro ab. Dort muss er auch erfahren haben, wo unsere kontoführende Filiale ist. Danach hat er sich zu dieser kontoführenden Filiale begeben, hat sich selbst einen Dispo-Kredit einräumen lassen, hat sich den auch gleich auszahlen lassen und ist dann mit den zweiten 5.000 Euro von dannen gezogen. Insgesamt 10.000 Euro. Vom Täter fehlt jede Spur. Und dass Betrüger mit dieser Masche noch viel mehr abheben können, zeigt der Fall von Clemens Mittmann. Auch ihm wurden EC-Karte und Personalausweis geklaut. Der Täter ist zu einer Filiale der Sparkasse in Bonn gegangen und hat dort 10.000 Euro abgehoben. Er hat eine gefälschte Unterschrift geleistet. Diese Unterschrift wurde von zwei Mitarbeitern geprüft und er hat das Geld offensichtlich ohne Schwierigkeiten bekommen. Dann ging er mit der gleichen Methode zur zweiten Filiale, hat wieder 10.000 Euro bekommen, bei der dritten Filiale wieder und bei der vierten Filiale wieder, sodass er innerhalb eines kurzen Zeitraums von vier verschiedenen Filialen der Sparkasse Bonn insgesamt 40.000 Euro ausbezahlt bekommen hat. 40.000 Euro weg und die Bank ist sich keiner Schuld bewusst, will nicht zahlen, wie in allen unseren Fällen. Begründung jeweils, Personalausweis und Unterschrift seien sorgfältig geprüft und es seien keine Abweichungen zur abhebenden Person festgestellt worden. Stimmt das? Wie sorgfältig prüfen die Banken wirklich? Plus Minus macht den Test. Ausgerüstet mit diversen Ausweisen und EC-Karten von Kollegen und einer versteckten Kamera. Zuerst präparieren wir unsere Geldbörse mit den falschen Dokumenten und dann ab zur ersten Bank. Wir wollen langsam starten, legen die falsche Karte vor. Guten Tag, ich würde gerne 800 Euro abheben. Da sind aber nur 536 Euro drauf. Klärt uns die freundliche Dame bereitwillig auf. Gut, dann hätte ich gerne 500. Unsere gefälschte Unterschrift wird nur kurz überflogen. Schon haben wir die 500 Euro. Ein Ausweis wird erst gar nicht verlangt. Ab in ein anderes Geldinstitut mit der nächsten EC-Karte und dem dazugehörenden Ausweis. Diesmal steigern wir. Ich würde gerne 2.000 Euro abheben. Wieder wird kein Ausweis verlangt. Der Dame am Schalter reicht die EC-Karte. Wir fälschen die nächste Unterschrift. Pflichtbewusst wird diese dann auch abgeglichen und erstmals Misstrauen hinter dem Schalter. Aber egal, sie zahlt uns das Geld ohne weitere Nachfragen aus. Wunderbar, danke Ihnen. Jetzt wollen wir noch mehr Geld abheben. Andere Bank, neue Dokumente. Mit der nicht uns gehörenden EC-Karte ziehen wir erstmal einen Kontoauszug. Gut für die Täter, das geht ohne PIN-Nummer. Wir aber wissen jetzt, auf dem Konto sind 500 Euro und der Disporahmen beträgt 3.000. Guten Tag, ich wollte gerne 3.500 Euro abheben. Diesmal müssen wir den nicht uns gehörenden Personalausweis vorlegen. Aber kein Problem, ein Abgleich mit dem Bild findet nicht statt. Wir leeren das komplette Konto samt Dispo. Ja wunderbar, da sage ich Dankeschön. Unsere Bilanz nach 3 Tagen Dreharbeiten. Bei allen getesteten Banken und Sparkassen wurde uns Geld ausgezahlt. So standen wir jeweils vor dem Schalter, immer mit Mütze. Dieses Gesicht passt offensichtlich nicht zu diesem Ausweis.
Jetzt setzen wir noch einen drauf, schreiben uns selbst eine Vollmacht für das Konto einer Frau. Wir unterschreiben mit ihrer Unterschrift von der Karte und wollen jetzt versuchen, so Geld von ihrem Konto zu erhalten. Schönen guten Tag, ich wollte gerne 1000 Euro abheben. Sie heißen Jacqueline? Warten Sie, ich habe eine Vollmacht. Ja, die bräuchte ich dann. Wir kramen unsere selbstgeschriebene Vollmacht vor. Was heißt denn Vollmacht? Das gilt aber jetzt nur einmalig. Ja, einmal, klar. Sie ist krank und ich brauche dringend Geld von ihrem Konto. Sie könnten ja Gott weiß was holen. Genau das machen wir auch. Ohne Prüfung eines Ausweises zahlt die Schalterangestellte Geld aus. Ihr fällt daher auch nicht auf, dass die Vollmacht gar nicht auf unseren Namen ausgestellt ist. Erschreckende Bilanz. Mit gestohlenen EC-Karten lassen sich am Bankschalter Konten leerräumen, weil die Kontrolle der Identität und der Unterschrift völlig unzureichend ist. Die Banken und Sparkassen wiegeln ab, sprechen von Einzelfällen. Anders das zuständige Finanzministerium. Konfrontiert mit den Plus-Minus-Recherchen heißt es dort: Aus Sicht des Bundesministeriums der Finanzen handelt es sich bei den von Plus-Minus geschilderten Fällen um bedauerliche Vorgänge. Und weiter? Sicherheitslücken dieser Art sind nicht hinnehmbar und sollten durch geeignete Maßnahmen möglichst umgehend geschlossen werden. Wie das aber konkret aussehen soll, konnte uns bisher keiner sagen. Für ihn zumindest haben sich unsere Recherchen gelohnt. Denn nach mehr als 2 Monaten lenkte die Dresdner Bank endlich ein. Alexander Jung hat seine 14.000 Euro zurück. Die Postbank dagegen will nicht zahlen. So bleibt Jung und den anderen Geschädigten nur der Gang vors Gericht. Wie alt bist du? 11. Und Handy? Ja. Wie lang schon? Seit ich 9 bin. Hast du auch schon Handy? Ja. Wie alt bist du? 8. Wie viele SMS schickst du so im Monat? Oh weh. Am Tag? 5 in etwa. Dann sind es schon 150. Ja, kann nicht sein. Bestimmt an die 1000, wenn nicht sogar mehr. Texte übers Handy. Die Lieblingsbeschäftigung der jungen Handy-Generation. Allein im vergangenen Jahr wurden über 36 Milliarden SMS durch die deutschen Netze gejagt. Seit einigen Monaten tummeln sich hier jetzt auch Dutzende skrupellose Geschäftemacher, die zusammen mit T-Mobile, Vodafone und Co. bei unseren Kindern abkassieren. Dierdorf bei Koblenz. Die 14-jährige Violetta ist jetzt im Internat. Eine andere Möglichkeit sahen die Eltern für ihre pubertierende Tochter nicht mehr. Alles fing an mit einem Werbespot bei MTV. Leute treffen per SMS. Also ich habe das Wort Flirt dahin geschickt und dann kam so erst sowas mit so einem Abo und dann kam so ein Typ, also der hieß Enrico. Und? Ja, mit dem habe ich dann geschrieben. Und was? Also wo er herkommt und wo ich herkomme und wie alt er ist und da haben wir über die Familie geschrieben. Ja. Und wie viele SMS waren das? Keine Ahnung, habe ich nicht gezählt. So ungefähr? 100. Können auch noch ein bisschen mehr gewesen sein? Keine Ahnung. Aber in einer Nacht? Ja. Und das Telefon? Wo hat sie das her? Von der Mama. Stibitzt? Ja. SMS im Sekundentakt bis 3 Uhr nachts. Dann schlief Violetta, reagierte dann aber um 6 Uhr auf die guten Morgengrüße von ihrem Enrico und schrieb weiter, bis die Mutter dem Treiben schließlich ein Ende bereitete. Kosten für die Nacht mit Enrico? Über 250 Euro netto. Die Mutter ratlos. Das Problem ist, dass man, selbst wenn man das wüsste, nach meiner Auskunft hin, man kann diese Nummern, diese Flirtlines, nicht sperren lassen. Das ist das Problem. Also wenn ein Kind ein Handy hat, kann es solchen Chat aktivieren. Alleine? Nix los? Auf solch einen Werbespot ist Violetta reingefallen. Verführung Minderjähriger läuft bei Viva und MTV im Vormittagsprogramm. Die Botschaften verlockend. Lern jetzt ganz einfach neue Leute kennen. Hey du, immer noch alleine. Dein Flirt ist dir sicher. Schick Tim oder Lisa an die 8. Was steckt dahinter? Wir wollen mit 2 11- und einem 12-Jährigen die Angebote testen. Wie aufgefordert, schickt jeder sein Kennwort an die angegebene Nummer. Alleine diese 3 SMS mit jeweils nur einem Wort kosten zusammen schon 5,97 Euro. Brave Mädchen kommen in den Himmel, böse Mädchen. Als Antwort belanglose Texte oder persönliche Fragen.
Kein Wort davon, dass jetzt jede verschickte SMS weitere 1,99 Euro kostet. Die Anbieter scheint auch nicht zu stören, dass die Minderjährigen ihr Alter angeben. Die Antwort des Callcenters kommt angeblich von einer ebenfalls 12-Jährigen. Und sobald man Adressen oder Nummern austauschen will, blocken die fiktiven Personen auf der Gegenseite ab. Oder es kommt eine getürkte Fehlermeldung, die Nummer könne angeblich nicht übermittelt werden. Wer genervt aufhört zu schreiben, auf den wird auch Tage später noch Druck ausgeübt. Die Mutter von Violetta musste am Ende zahlen, denn sie hat den Vertrag unterschrieben. Und da generell immer Volljährige bei Handys unterschreiben müssen, sind diese für die vollen Kosten verantwortlich, auch wenn diese über das Taschengeld hinausgehen. Die BGB-Vorschrift ist durch die Unterschrift der Eltern ausgehebelt. Wer nicht zahlt, dem kündigen die Anbieter den Vertrag. Und sie verlangen darüber hinaus Schadenersatz wegen der vorzeitigen Beendigung. Gut für Anbieter wie Martina Fritz. Sie ist die Betreiberin des SMS-Chats, bei dem Violetta ihren Enrico traf. Schuldbewusstsein bei der Abzockerin, Fehlanzeige. Im Endeffekt liegt es ja jetzt nicht in unserer Macht. Ich meine, wenn jetzt ein Kind oder ein Jugendlicher sich alle zwei Stunden ein Kaugummi am Automaten zieht, ja, und das 50 Mal am Tag. Ich meine, wo wollen Sie jetzt, also wie soll man das regulieren? Was machen Sie denn, wenn ein Kind dann diesen Dienst genutzt hat? Verlangen Sie dann das Geld oder sagen Sie, okay, dann Kulanz? Also ich sag nach wie, also nein, das kann ich Ihnen so jetzt nicht, sag ich mal, bestätigen. Generell würde ich das vielleicht gerne tun, aber wo komme ich denn dahin? Dann kommt ja im Prinzip jeder an und sagt, er ist 11 und so weiter und so fort. Wieso schreiben Sie nicht auf jeder SMS einen Preis drauf? Ich sag mal, bei der Guten Morgen SMS steht mit Sicherheit ein Preis dabei. Gut, gucken wir nach. Der ist jetzt keiner, das ist ja hier eindeutig zu sehen. Also ist Zufall? Wahrscheinlich, ich müsste es jetzt überprüfen lassen. Müsste ja nicht irgendwo der Preis machen. Es ist halt nicht vorgeschrieben, es ist halt eben noch nicht, also wir hätten damit jetzt auch kein Problem, weil Sie müssten ja Folgendes sehen. Warum machen Sie es denn da nicht? Gut, also ehrlich gesagt ist es eine Sache, die halt A, nicht vorgeschrieben ist, wir weisen einmal drauf hin, ja, also ich meine, steht ja auch nicht in jeder Stadt alle 10 Meter, ich darf 50 fahren, ja. Zurück zu Violetta. Die Eltern schenkten ihr zu Weihnachten ein Prepaid-Kartenhandy. Lediglich 15 Euro Guthaben, eine sichere Sache, dachten sie. Aber die Anbieter sind kreativ. Es war so ähnlich und da habe ich unten nichts gesehen, was es kostet. Und da dachte ich, das kostet nichts. Da habe ich das nochmal gemacht. Und da war wieder ein Enrico? Nein, da war dann einer, der hieß Sven. Erneut eine Rechnung über 69 Euro. Diesmal von einer Firma HBK. Dabei waren nur 15 Euro Guthaben auf der Prepaid-Karte. Den beiden 12-Jährigen Alexander und Eduard ging es genauso. Sie hatten wie Violetta eine SMS an eine ganz normale Handynummer geschickt. Das kostet normal 19 Cent pro SMS. Aber dann der Trick. Da kam halt eine SMS, sende deine Adresse an die Nummer oder so. Ich weiß nicht, wie die hieß. Und dann hat die... Eine SMS kam da? Ja. Und da habe ich halt gleich ausgemacht wieder. Dann habe ich halt mein Handy wieder in 5 Tagen so angemacht. Und da hat mich jemand angerufen, ist jemand von der Deutschen Telekom. Es geht um Logos, Bildmitteilungen und Töne irgendwie was oder so. Und da habe ich halt wieder meine Adresse gegeben. Dann hab ich halt, die wollten deine Adresse haben? Ja. Ja, jetzt kommen diese Rechnungen ins Haus und wenn ich ein SMS schreibe, dann muss ich gleich ein ganzes Paket nehmen mit 75 Stück. Und das ganze Paket, das kostet 56 Euro und ja, und da haben die ja gleich 3 Pakete angebrochen, wie auch immer. Für ein paar SMS insgesamt 178 Euro. Der Gipfel, mit der Rechnung schickt die Firma DSMS auch schnell noch neue Werbung für ihre Dienste. Für Plus Minus ist der Anbieter nicht zu erreichen. Bei der Hamburger Staatsanwaltschaft türmen sich die Anzeigen. Obwohl der Preis nur im Kleingedruckten kaum leserlich angegeben ist, tun sich die Ermittler schwer. Ohne Verurteilung aber wollen die Netzbetreiber auch die Nummer nicht sperren. Auch zur SMS-Abzocke bei Kindern über die gezeigten 5-stelligen Nummern kein Interview vor unserer Kamera. Kein Wunder, von den 1,99 Euro pro SMS kassieren sie bis zu 50%, so Insider.
bleibt uns der